Lustig, lustig. Nee, es scheint wohl eher nicht so zu sein, dass hier noch was ist. Da waren wir ja schon dran, da haben wir auch das Foto. Der Feuerlöscher wird uns auch nichts nützen. Was ist in dem Müll? So, ich muss mal ein bisschen größer stellen. Es gibt etwas an diesem Ort. Etwas Altes. Älter als den... Was? Älter als den... Münzen? Mörsen? Mörser und den Stein. Oh. Den es hält. Etwas Fließendes, Dunstiges. Hier herrscht ein Gefühl von Besetzung. Auch wenn die Gänge leer sind. Ich fühle eine alte Aura pulsieren. Es ist etwas, das ich trotz der Geschichte der Burg erst jetzt als Bewohner würdigen kann. Etwas oder jemand ist hier. Die Landsleute lieben ihre Gruselgeschichten für Kinder. Mich aber haben Geistergeschichten nie erschreckt. Warnungen, dass ein schreckliches Schicksal all jene, die hier wohnen, befällt, kümmern mich nicht. Ich kann die Geister um mich herum spüren, wie sie zu mir sprechen und meinen Pinsel über die Leinwand führen. Ich bin dem nicht abgeneigt. Seit es passend ist, habe ich meine Farben nicht mehr berührt. Seit es passiert ist, habe ich meine Farben nicht mehr berührt. Die Trauer hielt diesen Teil von mir zu sehr gefangen. Aber das Schloss ruft ihn hervor. Die Kunst, die in unserem neuen Zuhause entsteht, aus einer tiefen Verbindlichkeit zu etwas, das ich nicht vollkommen verstehe. Ich bin nicht Kapitän des Schiffes, wenn die Bilder entstehen. Ich weiß, dass die Geister hier sind, die Kinder wissen es auch. Christopher fühlt etwas, ist aber zu stur, um einen Angriff auf seine starre Welt der Zahlen und der geraden Linien zuzugeben. Aber ich kann ihren Einfluss auf ihn fühlen. Er ist schrecklich zurückgezogen, seit er weggezogen ist. Er versteckt sich im Turm und schwelgt in seinen geheimen Spielen. Ich mache mir Sorgen um meinen Bruder. Ich fürchte, die Geister sind ihm nicht wohlgesonnen. Aha. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr blamiert jetzt mit dieser Schrift. Die war echt nicht so leicht zu lesen für mich. Aber hier ist sonst... Sieht nicht so aus, als wenn hier noch was wäre im Moment. Okay. Haben wir wohl erstmal keine Köpfchen übersehen. Das mit der Kassettendecke ärgert mich immer noch. Da kommt immer noch was drauf. Aber hier das Muster. Das haben wir ja gelöst. Das hat ja auch geklappt. Aber das da... Aber warum ist das Abbildung 1 und Abbildung 1? Verstehe ich nicht. Ich kann aber auch nicht umblättern. Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung, was das mir sagen will. Oder nicht sagen will. So, was haben wir denn jetzt noch hier, außer dass wir diese Dinger da irgendwie nicht anbekommen? Ich bin immer hier noch ganz mit diesem Sternenbild. Weiß ich nicht so ganz. Nee, ich kann das jetzt ad hoc nicht... lösen. Auch dass hier jetzt kein Bild ist. Wir müssen mal weiter gucken. Wie das hier funktioniert, ist mir auch noch nicht ganz klar. Was ist das da oben? Nichts Bestimmtes. So. Ist hier denn noch irgendwas? Da unten ist doch noch was. Ach, wie immer. Money, money, money.
Sehr geil. Okay. Die Notiz hatten wir. Ja, das war wieder das, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wofür es ist. Das sieht aus wie ein Dampflok. Hat das jetzt irgendwas bewirkt, dass ich diese kleinen Köpfchen aktiviert habe? Nein? Wir gehen jetzt mal hoch zu unserem Chef da mit dem Schild und gucken, wie sein Schild aus. Ach so, seht ihr, guck mal, da sind drei Augen angegangen. Das ist ja witzig. Okay, also wir müssen jetzt echt nach Köpfchen die Augen aufhalten. So, was haben wir? Okay, und wie sieht... So? Wenn ich das spiegelverkehrt... Spiegelverkehrt würde bedeuten... So? Und was? So? Aber... Nee. So, hä? Tut sich dann was? Nee, ne? Aber wieso hat er denn... Wieso hat er das spiegelverkehrt? Nee, so ist schon... Nee. Die musst du dann weggucken. Aber der muss wahrscheinlich dahin. Nee. Nimmt das dann? Was ist mit dem Schild? Wieso nimmt er das nicht? Weil... Es muss doch irgendwie, die Systematik muss doch... Kann ich denn den verdrehen? Nee. Und so genauso machen kann ich ja nicht. Und das kommt ja auch nicht da drauf. Also der guckt eigentlich die Lilie an. Und die guckt eigentlich weg. Und der guckt dahin. Aber... Aha. Upsi. Hallo? Kann ich da was... Ach so, da fehlt irgendwo die Kugel. Eins. Okay, wir suchen also noch zwei weitere, damit es vollständig leuchtet. Oder so. Okay. War hier noch ein Köpfchen? Nein, hier war kein Köpfchen. So, jetzt muss ich mal gucken... Ich muss ja auf jeden Fall wieder runter, weil hier unten geht es ja wahrscheinlich weiter. So. Das ist ja immer noch nicht gelöst hier, ne? Dieses Ding da. Was auch immer es ist. So. Jetzt gucken wir mal. Da sitzt ja auch noch so ein Ding. Da ist auch wieder so ein Rahmen ohne Bild. Das hatten wir hier gemacht. Da war auch noch eine Notiz. Die hatten wir doch, oder? Die war von dem Mädchen.
Ja, ich habe sie gesehen. Aber es ist ja noch irgendwas, es ist ja auf jeden Fall noch in dem Speisezimmer zu machen, wisst ihr? Weil hier muss ja noch was gelöst werden. Aber ich weiß noch nicht, wie. Ich habe keine Idee. Keine Idee. Ist hier irgendwas noch? Da wird auch was geschoben, aber ich kann echt da nichts schieben. Das kriege ich nicht hochgeklappt oder gedrückt oder so. Nee, das muss irgendwie anders, wird das ausgelöst. Und was ist mit dieser verfluchten Schublade hier? Die will ich irgendwie auch nicht öffnen. Da. So, wir haben hier. Sonst aber auch nichts. Das hier ist ja das nächste Problem, dass wir dieses Ding da brauchen, um die nächste Tür zu öffnen. Aber wie sollen wir da. Wir müssen diesen Code finden. Da wird auch noch. Hängt der mit diesem Dings da zusammen? Das Muster in Abbildung 2 ist komplexer. Achten Sie besonders darauf, wie die Symbole verwendet werden, um das Auge des Betrachters von der linken oberen Ecke eines nach dem anderen nach rechts unten zu führen. Unklar ist jedoch, ob dieses Schlangenmuster vorsätzlich ist oder nur eine persönliche Vorliebe eines früheren Bewohners. Von der linken oberen Ecke nach rechts unten zu führen. Irgendwie komisch. Aber hoch. Ich muss es anscheinend ja lösen. Oh, Augen. Äuglein. Prima. Hast du gut gemacht. So, und wir haben ja nicht nur die Kiste noch, wir haben ja auch noch, wenn wir nochmal hochgehen. In diesen anderen Raum. Guck ich mal gerade hier, ob da noch was. Genau, wenn wir nämlich hier nochmal reingehen und dann durch die Tür. Hat die Äuglein? Hat die hier draußen Äuglein? Ne, hier draußen sind keine Äuglein. Das da müssen wir ja auch noch irgendwie zusammenmodeln. Hallo. Oh, sagst du mir was? Wo gehst du hin? Wo willst du hin? War's das? Jetzt ist es weg. Da ist's. Und jetzt? Fliegt's da rum. Und was möchtest du mir denn sagen? Sprich doch mit mir. Hallo? Da ist es wieder. Fliegt es jetzt wieder rund? Sag doch was. Da. Hallo? Hm.
kann ihm gerade nicht helfen. Ich kann aber nichts tun, ich komme nicht dran. Ich weiß nicht, wie ich das hier öffnen kann. Es weigert sich. Das ist nicht so einfach hier. Wie geht es jetzt weiter? Hier oben hatten wir ja eigentlich alles gesehen. Da sind die sofort weggeflogen. Und hier war auch sonst nichts, womit wir arbeiten können eigentlich. Dieses Lichtchen haben wir mitgenommen. Und wir wissen auch immer noch nicht, was da drauf gehört. Kann ich das? Nee, kann ich auch nicht mitnehmen. So, ich gehe jetzt aber nochmal. Fliegt hier das Lichtchen noch rum? Nee, aktuell fliegt hier gar nichts rum. Ich gehe jetzt mal nochmal hier rein. Guck jetzt mal nochmal hier in die Decke. So, und warum löst sich das nicht? Ich bin der Meinung, ich habe das richtig. Weil ein anderes gibt es doch gar nicht. Aber, es war ja irgendwie so, dass es keine Garantie gibt, ob das richtig ist, ne? Von links oben nach rechts unten. Es fliegt darum. Redet es? Es schnackt. Irgendwie. Es war runter, rechts, runter. Runter, rechts, runter. Und dann kam rechts. Hoch. Links. Das war ich zu weit. Aber ich verstehe nicht, warum nichts passiert. Ich weiß es nicht. Und das kleine Vieh fliegt immer noch darum. Da ist es. Aber ich kann dir gerade echt nicht helfen. Alle Augen haben wir auch noch nicht gefunden. Ich wollte jetzt gar nicht mehr hier rein. Aber gut. Wir haben irgendwas übersehen. Definitiv. Und das ist hier, in diesen Räumen, wo wir müssen, weil wir kriegen ja die Tür nicht auf. Wir haben irgendwas übersehen. Das, auch diese Notiz irgendwie.
Warte mal, das gucke ich jetzt nochmal. Nee, das nützt uns irgendwie auch nichts. Was haben wir übersehen? Kann mir das bitte jemand sagen? Was haben wir übersehen? Was? Oh, meine Maus war gerade etwas verbuggt. Wieso kriege ich das da nicht geöffnet? Kann mir das mal einer sagen? Das muss ja auch irgendwie lösbar sein. Aber womit? Dann kann ich das verschieben. Und wo finde ich diesen Code, den ich dringend brauche? Ich brauche auch diese Scheibe. Aber ich hätte gerne, würde ich gerne mal die Schublade aufziehen, aber es geht nicht. Wir müssen nochmal hier genauer gucken. Aber selbst auch hier, wenn ich... Ich habe so viele Kombinationsmöglichkeiten. Das nützt ja nichts. Ist hier sonst irgendwas anzuklicken, was mir helfen könnte? Eher nicht. Das ärgert mich hier am allermeisten, dass das nicht klappt. Aber gut. Wie machen wir jetzt weiter? Vielleicht sollten wir einfach mal eine Pause machen. Wir sind ja jetzt auch gerade in der Küche. Genau. Nee, ihr Lieben, dann machen wir einfach mal eine Pause. Und beim nächsten Mal schauen wir, wie es hier weitergeht bei The Eyes of Error. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.